Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, oder nein, Let's Look At. Ich glaube, ein ganzes Let's Play wird es nicht, von Conduct Deluxe. Ein Spiel, so auch mit Zügen. Ich bin gerade auf so einem Zugtrip irgendwie und es ist halt, ich bin drüber gestolpert und fand es eigentlich ganz witzig. Es ist mehr so ein Puzzle-Game und es ist ein Port von einem Mobile-Game, was es auf dem Handy oder Tablet gab. Und es gibt es eben jetzt auch auf Steam und sie sagen aber, es ist nicht nur ein billiger Port, sondern sie haben auch ein bisschen mehr gemacht. Also ganz neue Interface-Parameter und so weiter. Was auch immer. Die Spielidee wird wohl gleich sein. Ja, man hat so Welten, da fahren Züge und man muss irgendwas mit denen machen. Ja, zum Beispiel so Punkte einsammeln. Ja, man sieht schon, da liegen so Coins rum und dann sind hier so verschiedene Aufgaben. Und ihr seid eine Aufgabe, trifft nicht den Bus. Man könnte natürlich den Bus trotzdem treffen. Ja, hier fährt also so ein Zug ein und man kann ihn halt anklicken und der fährt los und Bus nicht getroffen. So, alles gut. Braucht also überhaupt nichts machen. Und man fährt hier so die Passagiere. Ne? Jetzt haben wir 5 von 25. Man muss hier halt von Bahnhof zu Bahnhof fahren. Also das ist eine ganz einfache Aufgabe hier. Und erstmal musste ich überhaupt nichts machen. Ich könnte halt auf den Zug klicken und dann hält der an. Und ich denke mal, das läuft eigentlich soweit ganz gut. Die Zeit, ne? Die Zeit läuft runter, in der man das geschafft haben. Deswegen ist also eine Pause. Upsi. Da wäre wohl eine Pause gar nicht schlecht gewesen an der Stelle. Aber ansonsten lässt man es halt laufen, um das in einer guten Zeit zu schaffen. Anklicken für Wiederholung. Muss ich wohl nochmal machen. Wir haben eine Minute Zeit, die Zeit läuft. Naja, und man versucht halt da so, möglichst viele Punkte zu bekommen. Und im Augenblick ist es noch relativ simpel. Und ich habe gehört, es soll wohl schwierig sein. Oh, da hat er schon gehupt. Das war ihm ein bisschen zu dicht. Und das ist vom Timing her möglicherweise ein bisschen anders. Ne? Beim ersten Mal hat er nicht gehupt. Dann kann man natürlich noch Weichen stellen und so weiter. Jetzt fährt er los. Nee, wir fahren nicht drüber. Ne, dann gibt es verschiedene Passagiere. Jetzt haben wir hier nur die roten. Ich glaube hier... Oh, ich habe zu spät geklickt. Tut mir voll leid. Aber die Explosionen sehen auch so niedlich aus. Naja, nicht wirklich. Wie gesagt, gibt es Weichen. Ne? Dann kann man dann draufklicken. Und verschiedenfarbige Passagiere, ne? Das war jetzt noch. Ne? Roter Zug sozusagen, roter Bahnhof. Okay, so geht's aber auch nicht. Hätte ich ihn mal vorher anhalten sollen? Oder vielleicht hat er es doch geschafft. Jetzt aber. Jetzt gebe ich mir Mühe. Ja, alles gut. Hat er sich ein bisschen erschrocken. Aber kein Problem. Ist wirklich viel Platz. Wie viele Passagiere nimmt der mal mit? 4, ne? Oder 4 warten. Vielleicht werden es mehr mit der Zeit. Nee, es passen immer nur 4 rein. Okay. Oh, und deswegen hatten wir tatsächlich so bei 24. Ne? Jetzt können wir ihn anhalten und losfahren lassen. Und geschafft. Level abgeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. Welcome on the job. Und 20 Sekunden waren noch Zeit gewesen. Und jetzt, fortsetzt. Na klar. So, jetzt haben wir da so, wie war's? Mit 2 Sternchen? Wofür kriegt man den dritten? Wie auch immer. Wir müssen die nächste Aufgabe. Waldpavillon. 50 Passagiere, 75 Sekunden Zeit. Und gibt's hier Weichen? Nee. Einfach nur triff nicht den Bus. Okay, das ist immer noch die gleiche Aufgabe. Und der fährt jetzt hier so eine 8. Das heißt, wir haben nach wie vor 2 Übergänge. Eigentlich ist hier überhaupt nichts. Es sind 2 Züge. Hoppala. Darum muss ich mich auch noch kümmern. Die haben keine Signale. Ich verstehe schon. Okay, na dann los. Oh oh, ich kann schon erahnen, wo dann so die Schwierigkeit dazukommt. Oh Mann. Da muss man dann so ein bisschen Multitasking haben, ja. Also ich lasse ihn jetzt mal losfahren und, das ist schon, ja, alles klar. Shit. Total der Fail. Aber es ist halt blind, ne? Also ich habe mir vorher nichts angeguckt von irgendjemand anderen und auch vorher nicht probiert. Also, das ist halt so, wie es ist, ja. Wie man das Spiel eben für sich entdeckt. Okay.
Das heißt, wir müssen eigentlich beide Züge anhalten. Mal gucken. Also ich lasse ihn wieder hier an der Stelle warten. Und lasse auch ihn erstmal warten, um den Bus durchzulassen. Man darf halt nicht zu lange warten, das ist schon klar. So, das schaffen wir. Ach so, und die überkreuzen sich auch noch. Ach du Scheiße. Das heißt, man kann sie auch nicht komplett parallel fahren lassen. Doch, jetzt geht's. Die Passagiere werden jetzt auch weniger. Nein, ich hatte... Ach, aus Versehen zweimal drauf geklickt, weil ich dachte, der erste Klick hätte nicht gesessen. Oh Mann, oh. Da kann ich natürlich auch verstehen, dass das als Mobile Game auf dem Tablet so ein bisschen einfacher ist, ne? Mit dem Finger direkt drauf zu tippen. So, das ist mit der Maus so, hat man nochmal so eine kleine Schwierigkeit mehr. So, ich denke, dass das ein bisschen einfacher ist auf dem Tablet. So, jetzt lassen wir den erstmal durchfahren. Was ist denn, wenn der hier schon losfährt? Jetzt sind die ein bisschen dichter hintereinander und die Frage ist jetzt auch, ob der Halt unterschiedlich lange dauert oder ob man einfach sagen kann, ah, der steht... Uff, das war knapp. So, geschafft. Und 3 Sterne sogar. Man wird leider nicht... Ach, das ist die Zeit an sich, ne? Das Grün, Gelb und dann Rot nur noch ein. Wahrscheinlich wird es das sein. Einfach ein bisschen schneller. Bremsen. Was auch immer das bedeutet. Wer bremst, verliert, sage ich mal. Okay. Man hat jetzt also einen Zug, der so noch das Gleis kreuzt, einen fremden Zug. Oh, und man sieht den ganz schlecht, ne? Wenn der von links kommt. Oh ja, okay. Das heißt, wir können den anhalten und wieder ein bisschen Abstand schaffen. Wie viele müssen wir denn? 50. Haben wir gleich geschafft, glaube ich. Jo. Okay. Das ging noch, aber das ist so, wir haben es gleich geschafft, ne? Das erste Spurwechsel, okay. Kriegt man jetzt hier die Sache mit den Weichen, ja, beigebracht, okay. Sehr gut, das heißt, wir fahren hier gelbe, ah nein, hier steigen rote ein. Wenn wir das jetzt hier hin machen, ah nein, wir haben gelbe drin, genau, die wollen nach da. Wo sind wieder rote? Ach, jetzt sehe ich es erst. Hier stehen gelbe und... Okay. Die wollen jetzt zum blauen Bahnhof. Die wollen zum roten Bahnhof. Alles gut. Die wollen auch zum roten Bahnhof. Wir müssen den... Ah, shit, zu spät. Ein bisschen Platz zum Bremsen braucht er wohl. Okay, nochmal. Ja, jetzt sehe ich, dass hier auch verschiedene Leute stehen, ne? Aber da werden möglicherweise auch verschiedene Farben einsteigen und dann wird es kompliziert. Also noch komplizierter als sowieso schon ist. Die wollen jetzt schon zum Blauen. So viele Blaue haben da gar nicht da angestanden. So, der fährt jetzt hier zum Roten. So, der kann ja die und dann können wir den da lang fahren lassen. Eventuell müssen wir den... Ach, ein Doppelklick. Krieg's aber hin. Ganz bestimmt. Beim nächsten Mal. Ich habe ein gutes Gefühl. So, und das hatte jetzt den Anschein, dass doch unterschiedliche Leute einsteigen. Ne? Beim ersten Mal waren es, glaube ich, gelbe und diesmal sind es halt blaue. Das dauert es auch länger, bis der Zug kommt, oder? So, dann lass den mal anhalten. Der kann dahin, dann hier und da. Und dann soll der wieder auf den warten.
Der will jetzt auch rote, dann müssen wir den anhalten ganz kurz. Der muss da lang. Der muss wieder gelbe. Den können wir hier bremsen lassen, anhalten, gelbe einladen, rote fahren, blaue. Ja, doch, es geht. Jetzt habe ich es raus. Perfekt. Richtig viel Zeit. Und was dieses Klingeln wohl bedeutet, ich weiß es nicht. Mhm. Mir fehlt leider ein Stern da vorne beim ersten. Und jetzt hat man hier eine tolle Truhe. Was kriegt man da wohl? Region mit 2 Sternen Wende. Silbermedaille. Oh. Kann ich mich mit einer Silbermedaille zufrieden geben? Wo dir dein gratis geschenktes Taschentuchbox. Ich brauche ein Tuch. Nee, Quatsch, das ist so eine Spielzeugverpackung. Ne? Eigentlich sieht man da immer, was drin ist. Und ein Zug. Wer hätte das gedacht? Wie heißt der denn? TGV? Aus Frankreich? Ich will nicht Frankreich sagen, das ist so ein bisschen. Naja. Weiß ich nicht. Also lieber sage ich Frankreich oder France. Also wenn man es schon französisch ausspricht, dann sollte man auch wirklich französisch sprechen. Also. Mhm. Und das hier ist Northplay Type 1. Aha, aus Dänemark. Klar, weil der Hersteller aus Dänemark kommt oder der Entwickler. Deswegen haben die damit angefangen. Okay, das ist mein Hauptquartier und man kann halt hier offenbar mehrere Züge sammeln und dann auch mit dem spielen. Macht das einen Unterschied, glaube ich? Also weiß nicht, ob der irgendwas anders macht. Vielleicht passen da mehr Passagiere rein. Ah, oh, man muss Punkte. 193 Münzen haben wir. Man muss dann die anderen Welten freischalten. Okay, und dann sehen wir wieder, was ist, wenn wir da draufklicken? Wahnsinn. Ist es Clash of Clans oder so, wo man auch so Kisten kriegt? Ich kenne mich da mit so Mobile Games überhaupt nicht aus. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe es zu spät gelesen. Level Designer freigeschaltet. Und 9 Teile. Level Designer gibt es auch noch. Okay. Nee, gucke ich mir jetzt nicht an. Bin ich jetzt nicht aufnahmefähig dafür. So, das hier freischalten, das geht. Yay, grünes Tal. Okay, probieren wir einfach aus. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich will jetzt auch nicht hier ewig fahren. Und das ist jetzt hier der TGV, der jetzt hier fährt. Okay, und das wahrscheinlich ist jetzt nur die Problematik da, mehrere Züge zu haben, die im... draufgeklickt. Oh. Das ist schon verkackt. Kann er in die andere Richtung fahren? Er kann doch. Das ist doch ein Zug, der in beide Richtungen fahren kann. Ein Richtungswechsel? Nein. Wird einem nicht angeboten. Okay. Ärgerlich. So, los. Das heißt, wir haben. Was passiert denn, wenn der auf so eine Weiche fährt? Nee, der entgleist nicht. Das heißt, wir können ihn wirklich hier hinfahren und anhalten. Ups. Sorry. Oh, zu früh drauf gedrückt. War ich wohl zu ungeduldig. So, ich mache das nochmal so. Ich glaube, ich halte das für eine... das ist knapp. Das ist knapp. Ich glaube, der steht auf dem Gleis. Uff, nee. So, aber müssen wir den dann hier lang fahren lassen? Und haben wir jetzt... ich glaube, wir haben es, oder? Die sind genau im Wechsel. Dass sie aneinander vorbeifahren. Oh, ah, shit. Ja. Oh. Es war doch alles gut. Ich depp. Nochmal. Also das heißt, wir müssen die Züge so fahren lassen. So, dann wartet der hier kurz. Und ich lasse den dann losfahren, wenn der hinten an der Kurve ist. Also da so. Dann müssten sie ungefähr gleichzeitig. Okay. Nicht ganz.
gescheit schon mal die Weichen. Natürlich fährt einer so auch immer einen längeren Weg. Also jetzt fahren sie beide, also ich meine, wenn ich es so machen würde, dann fährt halt einer immer länger. So, und ich glaube, es ist schon geplant, der muss ein bisschen eher, ne? Den hätte ich eher fahren lassen müssen. Gucken, ob das klappt. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ja, ich glaube, ich kann es laufen lassen. Wobei, mir kommt so vor, als wenn die auch unterschiedlich lang sind. Aber das täuscht, oder? Das geht einfach nur zu schnell. Nee, doch, die sind gleich lang. Ja, nicht, dass sie da irgendwann nochmal aneinander geraten. Aber es hat nicht gereicht. Ne? Die Pause war also ganz knapp ein bisschen zu lang. Hat nicht für 3 Sterne gereicht. Kann ich irgendwann anders nochmal machen. So, East Whale Logging, was auch immer das bedeutet. Logging klickt nach Baumstämme, ne? Ja, da links auch. So. Da wäre noch. Was? Der fährt auch hier lang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und die dürfen auch nicht mehr. Kann ich die anhalten? Die ganzen Baumstämme fliegen hier rum. Ah, oh shit. Wahrscheinlich die fremden Züge kann ich gar nicht anhalten. Ach du Scheiße. Okay. Und wenn jetzt noch ein Zug von mir dazu kommt, dann sehe ich schwarz. Wahrscheinlich muss ich den, das ist zu früh. Der kann schon mal losfahren. Kann man ein bisschen Zeit sparen. Was passiert, wenn ich... Ja, das geht. Also ich kann eigentlich die Weiche auch schon wechseln, während der drüber fährt. Wie viel Zeit... Ja, wir haben es geschafft. Ja, ich weiß schon, wo hier. Oh Mann. Was haben wir hier? Oh nein. Shit. Das heißt, wir sehen die gar nicht. What? Klar treffen wir den Bus. Der hat doch da angehalten. Oh Mann. Mountain Roulette heißt das auch. Ja, jetzt weiß ich warum. Okay. So, der Weiße ist jetzt hier. Ich würde immer hinter dem Weißen fahren wollen. So, der ist jetzt noch nicht... So, jetzt müsste er vorbei sein. Man könnte auch... Ich glaube, der Grüne ist schon durch. Ja. Der Grüne kommt. Ich warte auf den Bus. Na, da geht die Zeit flöten. Ich glaube, das wird schwierig. Ich lasse ihn einfach fahren. Bus und... Der Grüne, ja, passt alles. Und wir schaffen es nicht mehr. Nee, sind nur 2 Sterne. Einmal zu lange gewartet. Ja. Naja. So.
So, wie sieht's denn hier aus? Ach du Jemine. Okay, also wenn es hier reingeht, kommt da wo raus? Hier. Und wenn es hier reingeht, kommt er da raus. Meine Fresse. Aber es ist spannend. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang fahren. Und wir lassen den am besten gleich da lang. Die Frage ist, ob sich das hinten nochmal überkreuzt. Das wäre übel. Der mit den roten muss auch hier lang, der mit den blauen muss da lang. Ich denke mal, man könnte sogar bei der... Ah ne, man muss wechseln. Ah, der ist falsch gefahren. Halt, fährst du auch hier lang? Scheiße, jetzt kommt noch einer dazu. So, warte mal, der mit dem blauen muss hier lang. Der hat auch, das war knapp, der hat auch blau, der muss oben lang. Der hat auch einen blauen lang und muss nach oben. Und die fahren sich drauf. Nee, es geht. Der hat auch rote. Puh, ist das knapp. Du, warte mal ganz kurz. Puh. Knappe Sache, aber gut geschafft. Hätte ich noch ein Sternchen, also ein Bonussternchen wäre doch da drin gewesen, glaube ich. Um den verlorenen Stern vorher aufzuholen. Naja, okay, also das ist Conduct Deluxe. Ist spaßig, finde ich. So für zwischendurch gar nicht schlecht, nur mal ein bisschen spielen. Ist jetzt nichts, was man irgendwie in einem Let's Play oder so zeigen muss. Ne? Wie gesagt, ich bin gerade so im Train Fever, um es mal so zu nennen. Und wie gesagt, das kurz gesehen, rüber gestolpert, dachte, ach Mensch, Züge, passt gerade, finde ich lustig und würde ich euch mal zeigen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch oder lasst einen netten Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.